alle zusammen. Ihr habt ja schon gesehen, wir machen ganz, ganz schnelle Nutella-Kekse oder eine andere Nuss-Nougat-Creme. Ist natürlich auch erlaubt, und weil die so schnell gehen, habe ich den Ofen jetzt schon mal auf 180 Grad Ober- und Unterhitze eingestellt zum Vorheizen. Hier haben wir unsere Zutaten drin, und zwar 90 Gramm Nuss-Nougat-Creme, 75 Gramm Mehl, einen halben Teelöffel Backpulver und ein halbes Ei. Ihr könnt natürlich auch ein ganzes Ei nehmen, das dann mit dem Mehl ausgleichen, ein bisschen mehr Mehl dazugeben. Aber ich mache jetzt ein halbes Ei, also habe mir ein Ei einfach verquirlt und die Hälfte jetzt davon genommen. Und das andere kommt heute noch irgendwie, wird als Rührei oder so noch gemacht. Und höchstwahrscheinlich, sei denn mir fällt noch was anderes ein, und genau. Das habe ich gesagt, und dann kann man eigentlich das auch schon verkneten. Ich habe mich jetzt heute mal dafür entschieden, das mit dem Handmixer zu machen, weil ich so eine kleine Menge habe und es wird sich in der großen Schüssel hier an meiner Seite alles dann nur quer verteilen. Und ja, dann können wir eigentlich auch schon starten, und los geht's. So, von den Mengen hat alles super gepasst. Ist jetzt einfach so ein schöner Teig. Und da gucke ich jetzt einfach nur, dass ich Kügelchen mache und dass ich die ungefähr gleich groß mache, dass sie halt natürlich auch gleich lang backen müssen. Und ja, wenn wir das gemacht haben, können die Teilchen einfach auch schon in den Ofen. Also wirklich ratzifatzi. So, meine Lieben, und zwar, die Kekse waren jetzt 10 Minuten im Ofen, und weil das mit dem Puderzucker ja optional ist, also das kann man machen, muss man nicht, habe ich jetzt einfach das auch so hier auf dem Teller, einmal mit und einmal ohne. Ich schnapp mir bewusst jetzt mal einen ohne, dann kann ich euch auch sagen, wie nach meinem Geschmack das mit der Süße ist, also ob ich das ausreichend finde, weil wir ja zusätzlich keinen Zucker dazu haben. Oh Mann, schmecken total lecker, einfach halt nach Nutella. Und wem schmeckt das halt nicht? Jetzt stecke ich es mir ganz neu. Ich wollte nur abweichen. Also, es schmeckt gut ohne Puderzucker. Also man braucht den nicht. Es ist ausreichend gesüßt, aber man kann es natürlich machen. Wenn man denkt, ein bisschen was fürs Auge, dass es vielleicht noch ein bisschen hübscher aussieht. Aber so, die Zutaten passen super zusammen. Und was soll ich mehr sagen? Außer, macht's nach, lasst es euch schmecken. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!